Heute da. Wir haben einen Mordfall. Ja, ich hab mir jetzt gerade einen Schweißbrand bestellt. Du bestellst ihn wieder ab. Ich is ganz schnell. Sie sind der schlechteste Mordkommissar von ganz Niederbayern, wahrscheinlich von der ganzen Welt. Also das waren jetzt 5 Weißbier, 6 Obstler und der Schweißbrand, gell? Wo ist denn der Rest von der Leiche? Vielleicht im Mähdrescher. Also Gulasch? Ja, mehr so eine Roulade. Die macht so Bündel. Mahlzeit. Wissen Sie schon was? Ich bin ja gerade erst gekommen. Außerdem ist mir schlecht. Ich habe einen furchtbar fetten Schweinsbrand erwischt. Das ist ein Schnaps. Gern. Oh, das wäre gut. Wo warst denn du eigentlich, wie das passiert ist mit dem Mähdrescher? Ohne meinen Anwalt sage ich gar nichts mehr. Schon klar. Haben Sie irgendwelche Depressionen? Nicht, dass ich wüsste. Ich möchte, dass Sie sich einer psychologischen Untersuchung unterziehen. Machen Sie gerade verdeckte Ermittlungen im Penner-Milieu? Na, wieso? Haben Sie generell Zweifel am Schuldprinzip? Sie nicht? Sie sind für einen Polizisten außergewöhnlich intelligent. Oh. Wir haben wieder einen Mord. Es geht darum, ob der Wirt es darf, dass ich vollen Einsatz bringen muss. Ist normal. Damit meint er aber seinen Hosentürl. Außerdem verlangt er unnatürliche Stellungen. Es läuft halt auf so eine Art Kunstturnen hinaus. Es ist halt mühsam, sonst weiß man ja wurscht. Haben Sie denn gar niemand daheim? Meine Frau ist schon vor Jahren mit einem Schwerbehinderten durchbrennt. Schön, du. Jetzt hör auf! Schaffen Sie den Betrunkenen da weg. Kriminalpolizei, ich muss den Mann verhören. Darf ich noch mal Ihren Ausweis sehen? Was ist denn los? Ja, guten Morgen. Es ist schon Mittag. Ich denke, ich bin suspendiert.